Hi, das FAU for UT meldet sich wieder und heute sind wir in der Physik. Leider nicht in der Mathematik, wie wir es eigentlich angekündigt hatten, aber keine Angst, das wird schon noch kommen. Unsere beiden Physikerinnen heute konnten wir leider nicht persönlich interviewen, da sie momentan in Kanada und Japan unterwegs sind. Das ist aber dank Internettechnologie und Webcams überhaupt gar kein Problem. Und unsere Reise geht heute sogar noch ein bisschen weiter als sonst, nämlich in die Sterne. Unsere beiden Wissenschaftlerinnen forschen in der Kosmologie. Das heißt, das ist die Disziplin, die versucht, die Struktur und die Evolution des Universums zu verstehen. Dr. Beatrice Elisagadena Vasquez ist 28 Jahre alt und Postdoc-Naturwissenschaftlerin in Tokio. Sie hat in Madrid studiert und ihren PhD in theoretischer Physik gemacht. Danach kam sie für 3 Jahre zu Professor Dr. Thomas Thiemann nach Erlangen zum Arbeiten. Sie arbeitet mit vielen verschiedenen physikalischen Theorien, vergleicht sie miteinander und sucht neue Erkenntnisse, um so herauszufinden, was im frühen Universum passiert ist. Susanne Schander hat promoviert an der FAU in theoretischer Physik im Institut für Quantengravitation. Auch sie war unter der Betreuung von Herrn Professor Thiemann. Und jetzt arbeitet sie in Kanada als Postdoc im selben Forschungsbereich. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an, und zwar von ganz vorne, beim Big Bang, dem Urknall. Hier sehen wir eine grafische Zusammenfassung der Evolution des Universums. Und wir sehen hier Licht, was den Big Bang darstellen soll. So the fundamental interactions between particles are so strong that light cannot run free through space-time, okay? At this point, when you see this green patch here, the interactions grow weaker, okay? And then light can freely travel through space-time. And this is when we say that the universe becomes visible, because if there is light, then we can see what happens at different places, right? Und danach bilden sich Sterne, Systeme und Galaxien. The fact that these lines here, that this contour of the image kind of stretch, is what is picturing that the universe is expanding, even nowadays. Es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass man das Universum und dessen Geschichte als fast homogen und isotrop modellieren kann. Also mit den einfachsten Annahmen kann man schon sehr wichtige Resultate gewinnen und auch sehr weit in die Geschichte des Universums zurückblicken. Wenn etwas homogen ist, bedeutet das, dass das einheitlich in seiner Struktur ist. Und isotrop bedeutet, dass die Eigenschaft unabhängig von der Richtung ist. Das heißt, egal in welche Richtung wir schauen, das Bild ist für uns fast überall gleich. Und heutzutage ist das eben nur eine statistische Aussage. Aber zu frühen Zeiten des Universums geht man davon aus, dass diese Homogenität und Isotropie eben nicht nur statistisch gegeben war, sondern bis auf kleine Störungen tatsächlich das Universum homogen und isotrop war. Diese kleinen Störungen muss man mit einbeziehen. Und die Möglichkeit, dass diese Störungen auf den homogenen und isotropen Hintergrund aber auch rückwirken können, damit beschäftigt sich die Susanne. Insbesondere in der allgemeinen Relativitätstheorie beschreiben wir Wechselwirkungen mit Hilfe von Feldern. Und diese kleinen Störungen sind mathematisch betrachtet einfach kleine Störungsfelder, die eben inhomogen sein können. Und diese kleinen Störungen sind eben Störungen dieser Gravitationsfelder und Materiefelder. Dann stellt man fest, dass die Materie, weil sie gravitativ wirkt, also die zieht sich an, Strukturen ausbildet. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn sich etwas anzieht, dann wird das irgendwann zusammenclustern. Und deswegen sieht man im späten Universum, dass sich eben Materie ausformt, also dass wir Sterne haben und Galaxien. Mathematisch betrachtet kommt das aus der allgemeinen Relativitätstheorie, die diese Hypothese auch bestätigt. We mostly understand cosmology. Okay, from a general relativity perspective, so within this theory. So general relativity is a very, very good theory. However, if you try to evolve the universe within this theory
back to its origins, okay, back where the matter density and the energy density of the universe is very high, then there is a point what we call a singularity, which is the Big Bang. There's this point, this moment, at which we cannot make physical prediction. Basically, everything blows up, okay? So every quantity that you might think that we could observe eventually blows up. This is obviously a problem for a physical theory. Deshalb interessiert sich Beatrice dafür, alternative Theorien zu finden zur Relativitätstheorie, die auch an diesem kritischen Punkt funktionieren. Ein anderes Problem der Relativitätstheorie ist, dass sie so überhaupt nicht mit der Quantentheorie zusammenzubringen ist, der zweiten großen Theorie in der Kosmologie. Die Relativitätstheorie beschäftigt sich mit den großen Maßstäben im Universum, zum Beispiel der Bewegung der Planeten, Sterne und Galaxien. Die Quantentheorie beschreibt die kleinsten Maßstäbe, wie die Bewegung von Elektronen und anderen Elementarteilchen. Die Relativitätstheorie ist eine klassische Theorie, die mit exakten Werten arbeitet. Die Quantenmechanik dagegen liefert nicht ein exaktes Ergebnis, sondern mehrere, mehr oder weniger wahrscheinliche Ergebnisse und bringt so also eine Art Ungenauigkeit und Zufälligkeit mit sich. Und jetzt eine neue Theorie zu finden, die beides vereint, das gilt in der Physik als eine der größten Herausforderungen. There's been a lot of approaches to try to solve this problem from the theoretical side, and actually some of them have tried to carry the issue to cosmology. Some of these theories have gone as so far to say that there are some effects coming from the quantum nature of general relativity, or the quantum nature in this case of space-time, okay, whose effects could be seen in the evolution of these primordial fluctuations that could eventually be observed by us in this cosmic microwave background. Aber was ist die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung? Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall wird das Universum ja transparent und es erreicht uns Licht aus weit entfernten Zonen aus genau dieser Zeit. Es ist kein sichtbares Licht, sondern es ist eigentlich eine Mikrowellenstrahlung, die eine andere Frequenz und Wellenlänge hat als das Licht, was wir mit bloßem Auge sehen können. Und diese ist super wichtig für die Kosmologie als auch für Beatrice und Susannes Forschung. So you really feel very small, right? At some point. But for me, it's actually amazing to think that we that are so small can really understand or try to understand a little bit of what is going on out there. Das war ein super spannendes, aber auch ganz schön knackiges Thema. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem so viel wie möglich mitnehmen und wenn nicht, schaut euch das Video einfach nochmal an. Oder ihr nehmt euch Beatrice Ratschlag zu Herzen und dann sehen wir es beim nächsten Mal. You need to like it, but I think everyone that likes it can do it. So it's not like it's something so difficult.